Oh Mann, ist mir langweilig. Glaubst du etwa mir nicht? Na, dann lass uns doch eine Fliege machen. Und wohin? Ach, was weiß ich, ins Kino, ins No Limit. Hauptsache raus hier. Ja, Bock hätte ich ja schon. Na, dann los. Und wer zahlt? Ich bin nämlich zurzeit pleite, wie der nicht entgangen sein dürfte. Dann lade ich dich halt zur Abwechslung mal ein, hm? Das ist sehr nett von mir, Jackie. Aber ich fürchte... Nein, ich bin mir sogar sicher, Kathi wird deine Einladung ausschlagen. Sie hat nämlich Hausarrest, wie auch dir nicht entgangen sein dürfte. Außerdem muss sie gleich zu Caradonna und etwas fürs Bruttosozialprodukt. So, belauschst du also neuerdings schon meine Gespräche, ja? Ich bin rein zufällig dazugekommen. Dann dürfte dir auch rein zufällig nicht entgangen sein, dass mir langsam die Decke auf den Kopf fällt. Na, dann sei froh, dass du in Barbaras Firma arbeiten kannst. Ist doch eine willkommene Abwechslung. Na, von wegen. Das ist super ätzend und total anstrengend. Tja, das bringt Arbeit manchmal so mit sich. Mensch, Gero, kann ich nicht einmal blau machen? Bitte, ich habe mich so auf den Nachmittag mit Jackie gefreut. Kommt nicht in Frage. Gero, bitte. Vergiss es. Warum denn nicht? Weil ich es liebe, den gemeinen großen Bruder zu spielen. Du hast dir die Sache selbst eingebrockt. Jetzt musst du sie eben auch ausbaden. So, dir macht es also auch noch Spaß, mich hier zu quälen. Weißt du, was du bist? Ein Sadist bist du. Genau, ein Sadist. Wenn es dir nicht passt, du kannst jederzeit zurück nach Friedenau. Du kannst mich mal. Hi. Na, endlich Feierabend. Du sprichst ein großes Wort gelassen aus. Und? Was machen wir? Du bist der Kreative. Lass dir was einfallen. Was hältst du von einem schicken Essen beim Thailänder? Ja, im Prinzip ja. Also, bist du eingeladen? Moment. Was ist mit Kathi? Hast du schon vergessen, dass ich hier Babysitter bin, solange Barbara in Italien ist? Geo, glaubst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Ich hab sie heute Mittag erwischt, wie sie mit Jackie um die Häuser ziehen wollte. Was glaubst du, was los ist, wenn ich sie heute Abend alleine lasse? Also wird Jackie anrufen und abdampfen. Ja, das find's auch noch komisch, ja? Geo, hast du in ihrem Alter nicht das Gleiche gemacht? Ja, klar. Nur mit dem Unterschied, ich hab mich nicht erwischen lassen. So ein cleverer Junge warst du. Das hättest du wohl nicht gedacht, ne? Kathi hat Scheiße gebaut und das muss sie eben büßen. Sonst lernt sie das nie. Hoffentlich kriegen wir nie Kinder. War ein Scherz. Wo willst du hin? In die Küche. Wenn wir schon nicht ausgehen, koche ich uns was. Und Kathi? Isst mit. Oder kriegt sie nur Wasser und Brot? Ach, so ein Quatsch. Ich wäre nur lieber mit dir allein. Man kann eben nicht alles haben. Aber mach dir keine Sorgen. Mit ausgeflippten Teenies kenne ich mich aus. Die fressen mir 0, nix aus der Hand. Ja, hallo? Kathi? Ja? Telefon. Komme. Ja? Ich bin's. Ach, machst du jetzt auch noch Kontrollanrufe, ob ich auch wirklich arbeite, ja? Nein. Ich wollte nur sagen, dass du heute Abend pünktlich zu Hause sein sollst. Mir wird ja wohl nichts anderes übrig bleiben. Ach, jetzt komm. Damit du siehst, dass dein großer Bruder kein Unmensch ist, habe ich auch eine kleine Überraschung für dich. Nein. Du hast billig Handschellen bekommen und willst sie heute Abend an mir ausprobieren. Handschellen? Eine ganze Folterbank? Quatsch. Markus will für uns kochen. Echt? Das ist ja geil. Ich wusste, dass dir das gefällt. Ja, ich freue mich richtig drauf. Ist Markus denn schon da? Ja. Ja. Super. Er hat sich sogar schon eine Schürze umgebunden. Also mach voran. Markus mit Schürze. Na, den Anblick werde ich mir aber nicht entgehen lassen. Bis nachher. Ciao. Tschüss. Ist was?